So. Ich muss doch nach oben. Okay. Da drüben. Ja. Das Grimoire, hast du's? Ja, hab ich. Es ist an einem sicheren Ort. Du willst die Koordinaten? Dann will ich mein Geld sehen. Versuchst du mich zu ficken? Nein, absolut nicht. Ich will nur... Weil ich echt allergisch auf so einen Scheiß reagiere. Bin immer versucht, solche Gespräche zu beenden. Abrupt und mit Gewalt. Das wäre ein Fehler. Ein großer. Ich will dich nicht bescheißen. Und außerdem bin ich kein Anfänger. Ich bin genauso gut vorbereitet wie du. Okay. Na ja, gut, wir haben das Geld ja. Verdammt, das stinkt 10 Meilen gegen den Wind. Aber okay, ich glaub dir mal. Du wirst es nicht bereuen. Hoffentlich nicht. Sonst bereust du es nämlich. Darauf kannst du Gift nehmen. Hab dir eben die Koordinaten geschickt. Mhm, mal sehen. Da, komm mal da nicht und dick, ich sehe dich. Reno schickt dir die Koordinaten, es war mir ein Vergnügen. Okay. Aber ich habe da tatsächlich erstmal eine gewisse Falle im... Ich vermute das mal. Ja gut, wenn du das so willst, dann bleibt das Motorrad halt da stehen. Du kannst natürlich auch einfach durchdrehen, ist auch okay. Habe ich auch keinen Stress mit. Mindestens. Ich hatte einen, weißt du? War damals der geilste Scheiß. Okay. Ein Schlüssel des Grimoire. Da sind wir doch dabei. Uiuiuiui, Data Mining Schema. Malware kopieren. Fangen wir nochmal damit an. BD9. BD551CFF. BD, und damit klappt es nicht mehr. Schade. Aber wir haben es zumindest entschlüsselt. Die BBS-Gerüchteküche hat also nochmal was zum Wahres zusammengekocht. Die Zetatech-Festung ist ein verdammtes Alcatraz. Modifizierte Pitbulls an jedem Eingangport. Speedtraps und Zia an den Zugangspunkten. Sobald man den Fuß in ihr Netz setzt, hetzen sie einen Flatline auf den Hals. Netter Versuch, Zeta. Aber mit ein wenig Artwork und Killer-Vie. War die Sache gegessen. Aber mal im Ernst, einfach war es nicht. Meine guten alten Elisa hat es am Ende gebraucht, wie ein Vulkan. Aber es hat geklappt. Klingt unglaubwürdig, seht es euch selbst an. Ich habe eine kleine Nachricht oben auf die Cedars Festung hinterlassen, wo früher ihr Logo hatten. Spider Murphy war hier. Ach du Scheiße, er hat es tatsächlich gemacht. Bartmoss hat Data Crash auf das Netz losgelassen. Die ganze Zeit, das ganze Netz zerfällt hier vor meinen Augen. Daten verschmelzen, Festungen fallen sich zusammen wie Kartenhäuser. Einsen und Nullen überfluten die Datenströme. Der internationale Aktienmarkt flippt aus. Der Dow Jones ist in einer Stunde um 100 Punkte gefallen. Die CEO von Kang Tao haben sich umgebracht. Der Netwatch rennt rum wie ein kopfloses Huhn. Ich fass es nicht. Das war's mit der Welt von gestern. Tod in Konzernen. Wuhu. Bartmoss hat sich geirrt. Wir haben uns alle geirrt. Das Netz war wie ein Spiegel für unsere Träume und Gedanken, unser Leben.
Bartmus hat die Spiegel zerschmettert und dachte, das würde reichen. Aber man sieht sein Spiegelbild hier immer noch in jeder Scherbe. Statt einem Spiegel haben wir jetzt Tausende. Jeder Konzert, jeder Staat, jede Gang hat jetzt sein eigenes Netz, das sie ohne jegliche Regeln und Rechenschaft kontrollieren. Die Überwachung hat nicht aufgehört. In den Händen derer, die unser Leben beherrschen, ist noch viel schlimmer geworden. Sie sind die Mohren der Gegenwart, die mit ihren Chromfingern die Glasfaserkabel unseres Schicksals spinnen und sie eines Tages ohne Vorwarnung kappen. Sie wissen um unsere Frustration, sie blicken hinab auf unsere vergebliche Auflehnung gegen das unvermeidbare Schicksal und sie lachen. Sie lachen so laut, dass die Welt bis in ihre Grundfesten erbebt. Ja, schön, schön, schön. Aber jetzt baue ich das Motorrad wieder. Okay, dann hat es auf der Minimap wurde aufgebiegt. Ich glaube, das ist der Autofahrer, der verrückt geworden ist, weil ich ihn angepumpt habe. Das sagt doch mal einer, rechts überholen lohnt sich nicht. Perfekt eingeparkt, mitten auf der Straße. So wie wir es haben wollen. Dann joggen wir mal schnell wieder runter zu Nix. Danke. Nein, wieder nicht. Kann ich dir was bringen? Und? Hast du das Grimoire? Hast du meine Eddies? Wie ich schon sagte, wie. Ich bin ein seriöser Mann. Der vereinbarte Betrag, alles deins. Moment mal. Nicht so schnell. Das Tablet ist viel mehr wert. Ich weiß das und du weißt es auch. Mag sein, aber ich habe dir ein Angebot gemacht und du hast es angenommen. Ja, jeder bestimmt. Vertrag kann für nichtig erklärt werden, wenn eine der Parteien in übler Absicht gehandelt hat. Aber ein Versuch war es wert. Okay, wie du meinst. Hiermit erhältst du einen Bonus. War nett, Geschäfte mit dir zu machen. Bis dann. Wie? Ein gut gemeinter Rat. Zieh nicht solche Scheiße mit mir ab. Wirklich. Hey, ja. Aber es war lustig. So, was haben wir denn da noch als Nebenmission? Antwort auf Falcos Nachricht. Falco. Oh, hier haben wir noch was. Hey, wie, ich habe einen Job für dich. Komm mal vorbei, wenn du Zeit hast. Hat einen Kontakt geteilt. Rino, du hast Überweisung erhalten. Danke. Falco, hab gehört, dass du nach der Crew von David Martinez suchst. Du hast sie gefunden. Ich bin Falco, was willst du? Ich habe einen XPD gefunden. Ich weiß nicht, wer den aufgenommen hat, aber Martinez nahm kein vor, wollte mehr herausfinden. Gar nichts, bin nur neugierig. Ich habe Martinez in seiner Crew gehört, aber ich sehe ihn euch nie im Atem. Na, ich habe das XPD gefunden, glaube ich. Mal gucken, ob dann was kommt. Wir sind nicht mehr im Geschäft, so weit aus dem Rampenlicht, dass es hier dunkel ist wie im Billigsters Grabcafé. Egal, was du gehört hast, die Vergangenheit ist vorbei, wir wollen sie nicht weiter ausgraben. Oh Gott, was habe ich den schon wieder suchen? Wir haben auch mal in deiner Probe gefühlt, wie.
Ja, dann. Aktivieren wir das Ganze mal ganz kurz. Zack. Wir gehen einmal ganz kurz ein Stück raus. So. Die Söldnerin, die aus dem Nichts kam und als City im Sturm erobert hat und bei deinen Verstrickungen mit Arasaka. Du und David, ihr habt mehr gemeinsam als du denkst. Also ich bin mir sicher, du könntest uns finden, wenn du dir Mühe gibst. Deshalb wollte ich mich zuerst melden und dir zu sagen, dass es die Mühe nicht wert ist. Unsere 15 Minuten Rampenlicht sind vorbei, aber dir bleibt noch etwas Zeit. Ich habe was Nettes für dich bei El Capitan hinterlegt. Pass da draußen auf dich auf, wie. Das ist doch nett. Ein netter Falco. Klingt, als hättest du Martinez gefunden oder Martinez nicht. So oder so, jemand hat ein Paket für dich vorbeigebracht. Ich kann es bei mir zwischenlagern. Ah, das war's auch schon. Bin kein Paketbote. Ah, das reicht doch. Zwischenlagern ist doch alles gut. So. Hol dir das Geschenk von Martinez ab. Wo ist das jetzt wieder? Am anderen Ende der Stadt. Dann müssen wir, glaube ich, mal ganz kurz zu Judy fahren. Und dann einen halben Tag warten. Ingame Zeiteffizienz wäre es jetzt natürlich erstmal zu El Capitan zu fahren und dann zu Judy. Aber Judy ist halt näher dran. Und ich kann ja nicht die ganze Zeit nur Motorrad-Action zeigen. Aber bei der Gelegenheit, da ist noch ein NCPD-Fall. Weil es Erfahrungspunkte gibt, machen wir das auch nochmal fix. 7, 1, 10, 9. Hätte klappen können, wäre ich. Naja. Dann zumindest die Massenverfügbarkeit. Sind schon ein paar. Fällst du noch um oder? Ah gut, du fällst auch um. Das Beweismaterial. Von dem ich noch nicht weiß, wo es liegt. Vielleicht da drin? Ich brauche Ihre Hilfe. Verehrter guter Samariter, ich brauche dringend Ihre Hilfe. Mein Name ist bla 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 und ich bin ein Spam. Eddie hat eine gute Stelle gefunden, an der wir auch Kohle hinterlassen. Ich schicke ihm Koordinaten. Aber Zeit ist brav und euch auf. Okay, es ist genug für alle da.
Was immer du willst, meine süße japanische Königin. Übrigens hatte ich eine Idee. Wir können doch eure Ware in unserem Streifenwagen durch Kabuki schmuggeln. Da würde niemand nachsehen. Ziemlich clever, oder? Natürlich würde euch das ein wenig extra kosten. Werd nicht zu gierig, Eddie. Wir kommen klar, solange ihr die Schnauze haltet. Ach, und außerdem gab es einen verfickten König in Japan. Ja. Spring halt auf die Straße, wenn du Angst hast, überfahren zu werden. Es ist genauso, als würdest du dir eine Kugel gegen die Schläfe halten, wenn du Angst hast, erschossen zu werden. Eine Pistole, so rum, keine Kugel. Warten, wo? Ich hätte gerade einen... Da, warten.